Guten Morgen, Traderinnen und Trader. Heute der Blick in die Forex-Märkte mit dem Thema: Zerschellt der Aufwärtstrend im Australdollar, US-Dollar am Widerstand? Wir hatten die Währung vor kurzem mit einer SKS und da gab es ja einen massiven Fake Breakout an dieser Stelle. Dann ist der Markt nach oben gelaufen und jetzt, ja, wo er steht, das werden wir gleich sehen. Die schon geillert haben, in den Blogbeitrag rein, den habe ich ja schon verteilt. Die werden schon wissen, was jetzt kommt. Alle anderen, die können gespannt zuschauen. Vorher natürlich gleich mal noch aufs Like-Knöpfchen drücken, damit die Welt merkt, was wir hier tun. Und an dieser Stelle auch noch der Hinweis: Zoom wollte mich heute nicht arbeiten lassen. Von der Seite her, sorry guys, ich kann das jetzt leider nicht so mit einem Fingerschnips beheben. Das Video gibt's aber, ja, natürlich in der Aufzeichnung. Morgen früh, denke ich, wird der Zoom-Link auch wieder ganz normal funktionieren. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Deswegen heute natürlich das Video dann für alle, die im Zoom zuschauen, im Nachgang auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. Wir schauen auf das Risiko. Ich bitte, wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was hier hinter mir geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann kommen wir zu den Nachrichten. Und da, ja, heute, Guys, heute ist EZB-Tag. Die EZB tagt. Es gibt die Zinsentscheidung. Naja, da kommt nichts. Die Zinsen bleiben, wo sie sind. Alles andere wäre, glaube ich, wirtschaftlicher Selbstmord. Da kommt nichts. Aber wir wissen ja alle, was wichtig ist. Und zwar ist wichtig, was die Pressekonferenz am Ende bringt. Und dort wird sehr, sehr gut hingehört, gelauscht mit gespitzten Löffeln, was sozusagen die EZB in der Pressekonferenz erzählt, wie es weitergehen soll, wie die Wirtschaft in der Eurozone weiter unterstützt wird. Das sind wichtige Fakten und das Ganze gibt es dann heute Nachmittag um 14.30 Uhr. Vorher im Laufe des Tages noch ein kleiner Blick nach Großbritannien. Da gibt es um 12 Uhr den Auftragseingang, also CBI, industrielle Trendumfrage, Auftragseingänge. Das ist wichtiges Wirtschaftssignal an dieser Stelle, um zu schauen, was dort los ist. Ansonsten am Nachmittag in den USA Thema Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe. Wir sehen es hier, man geht von einem Zuwachs im Vergleich zur Vorwoche aus. Alles, was besser ist, ist gut für die, sage ich mal, wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Und wir wissen ja allesamt, dass die wirtschaftliche Entwicklung extrem stark von dem Thema Vakzine abhängt. Das heißt, die Impfgeschwindigkeit. Und ich habe es heute Morgen in den Nachrichten gelesen, es läuft über die Ticker. Die USA ist da im Ziel, also voll und ganz im Plan. Das heißt, dort geht alles vonstatten. Das ist das, was die Wirtschaft auch so ein bisschen einpreist. Sehr gut zu sehen. Wenn hier die Zahlen das heute untermauern, dürfte das wieder sehr, sehr positiv sein für die Indizes in den USA. Und dann gibt es um 16 Uhr noch die aktuellen Daten zu den Hausverkäufen. Das die wichtigsten Nachrichten am heutigen Tage. Wer andere Währungspaare auch tradet, außer den Dollar oder den Euro, wie auch immer, bitte hinschauen auf die eigenen Nachrichten. Das ist ein wichtiger Punkt, den man hier auf alle Fälle auch mit braucht. So, dann gehen wir jetzt mal in die Charts und in den Charts wie immer. Heute ja leider nur auf Facebook. Schaut mal nach. Wenn ihr eine Frage habt, einen Wunschmarkt zur Analyse, rein in die Chats. Das nehme ich gerne hier an dieser Stelle auch mit auf. Ja? Das Ganze schauen wir uns dann in den Live-Daten an. Live-Daten hier an dieser Stelle. Wie immer, ich bin weg. Der Chart ist da. Jetzt zunächst erstmal der Blick in die FX-Paarung Australdollar, US-Dollar. Und da sehen wir quasi noch genau das gleiche Bild, welches wir beim letzten Mal besprochen hatten, hier an dieser Stelle sehr schön zu erkennen im Tageschart, diese Schulterkopf-Schulterformation, die sich hier ausgearbeitet hat. Und tja,
Der Markt hat es versucht, diese untere Linie hier, diesen dicken Supportbereich, um die Marke von 0,75 knapp 84 zu unterschreiten. Es war aber nur ein kleines Spike-Low, das nennt man ganz klassisch einen Fehlausbruch. Hier 0,75, 3,18 war das Low gewesen, danach ging es wieder zack zurück über die entsprechende Nackenlinie hinein und dann hat sich zwischenzeitlich sogar ein Aufwärtstrend gebildet, der hier oben das Hoch um die Marke von 0,7816 markiert hat. Soweit zum Stand der aktuellen Dinge. Die Frage hier, was passiert als nächstes? Wo läuft der Markt jetzt hin? Denn hier gibt es schon die Überlegungen, ob der Markt tatsächlich jetzt unten runter schiebt oder weiter oben drüber läuft. Unten drunter schieben heißt halt ganz klar hier, wenn wir unter diesen Support, diese jetzige Unterstützung bei 0,77 laufen, dann schaut es eher so aus, als antizipiert der Markt wieder hier Richtung Abwärtstrend. Das große Dicke hier ist der übergeordnete Abwärtstrend. Der ist intakt. Dieser leicht grün markierte Trend ist der klassische Aufwärtstrend. Und das ist natürlich jetzt die Richtungsführung im Kleinen. Auf das große Bild übertragen, ist es die korrektive Phase. Und da wissen wir ja immer, so eine Korrektur kann auch mal zu Ende gehen. Und aus jetziger Sicht würden halt Kurse unter 0,77 dafür sprechen, dass der Markt eher runter möchte. Anlaufpunkte hier natürlich erstmal unten hier Richtung Trendtief bei 0,75, 3,18. Das wäre mal dann das Level zur Trendfortsetzung und wir sehen ja auch hier gibt es doch noch einige Marker auf der Chart-Unterseite, die dann auch im Fortfolgenden durchaus interessant wären. Das wäre dann also Fortsetzung dieses dicker, größere geordneten hier Abwärtstrends aus dem großen Bild. Das ist das, was zur Unterseite wartet. Die Oberseite, wie schon gesagt, wenn es hier nach oben läuft, der Abwärtstrend, der obergeordnete ist rausgenommen, sobald wir hier oben über die 0,78, 49, knapp 50 laufen, da ist das Trendhoch hier, das Korrektive, ja, und das ist dann entsprechend der Schub drüber. Dann ist der Markt offen für den nächsten Test der Marke um die 80. Also wir sehen, wir haben jetzt an dieser Stelle auch ein sehr, sehr schönes Potenzial wieder für beide Richtungen. Die Frage ist, wo läuft das hin? Und weil wir hier ja nicht langweilig ewig zuschauen wollen, wie sich die Märkte entwickeln, kommt jetzt wie immer der Blick in die kleineren Zeiteinheiten. Und da wird es durchaus interessant, was hier an dieser Stelle passiert. Wir sehen es, der Aufwärtstrend, den wir hier haben, Moment hier, an dieser Stelle, der ist weiterhin intakt, ne? Hier unten das Support-Level, alles gut an dieser Stelle, aber wenn wir uns das kleinere Bild mal anschauen, dann sehen wir, irgendwas ist hier ein bisschen komisch. Ja? Das heißt, an dieser Stelle wird es jetzt sehr, sehr spannend zu sehen sein, was wir hier machen. Denn wir sehen es, wir hatten hier drüben in diesem Bereich, Moment, ich nehme mal kurz mein Zeichentool mit rüber. Das können wir gut gebrauchen an diesen Punkten. Das heißt, wir hatten in diesem Bereich hier an dieser Stelle, schaut mal hier, einmal, zweimal, dreimal. Was fällt uns auf? Wir hatten hier ein tieferes Tief. Wir sind hier unter diese wichtigsten kleinen Level gelaufen. Punktetechnisch oder wertetechnisch ist das jetzt erst einmal für die jetzige Situation völlig egal, was hier passiert. Eine andere Sache ist viel, viel wichtiger. Und zwar, wenn wir uns das Bild jetzt hier mal anschauen, im größeren Verlauf sozusagen, da hatten wir hier die erste Aufwärtsphase, dann hier eine korrektive Phase, dann hier ging es nach oben, die Korrektur unten rein und jetzt wieder zur Oberseite hin. Und jetzt sind wir hier ein Stück weit unten drunter gelaufen. Technisch angeknackster Trend könnte zu einem Ende kommen. Was könnte noch passieren, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen? Wie sieht denn das aus? Nicht vom Tisch zu reden ist hier die Möglichkeit, dass ich auch im untergeordneten Bereich jetzt und hier nochmal eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation bildet. Das ist in der Regel so, man hat sozusagen, wenn sich eine SKS bildet, zunächst erstmal immer noch einen halbwegs intakten Aufwärtstrend. Ob es dann unten zum Bruch kommt, sieht man halt an der Nackenlinie. Deswegen kann man sich da unten schön platzieren. Heißt also an dieser Stelle, es ist nicht auszuschließen, dass der Markt tatsächlich hier im zweiten Lauf unten drunter rutscht und jetzt ein Umkehrsignal aus der tiefen Korrektur des übergeordneten Abwärtstrends macht. Das wäre durchaus ein gangbarer Prozess. Das ist die Nummer 1 nach unten. Wenn das passiert,
und wir tatsächlich hier die 0,77 rausnehmen, haben wir auf der Unterseite ein paar schöne Anlaufpunkte. Das wäre dann zunächst erstmal natürlich hier dieses Ausbruchslevel hier in diesem Bereich um den Sektor von 0,7677. Das war das Zwischenhoch hier. Das wäre mal das eine. Und dann haben wir hier unten diesen Auffangbereich, wo wir auch das Zwischentief hier unten liegen haben, so grob um die Marke von 0,7585. Und dann haben wir hier unten das, was ich in blau auch mit markiert habe, das Zwischentief bei 0,7531. Ach, das war der kleine Peaks hier unten rein. Das wäre dann mal die Short-Seite, wenn es der Markt spielt. Es ist noch nicht so weit, ja, an dieser Stelle. Die Entscheidung ist längst nicht gefallen, denn schaut's mal hier, wir haben natürlich jetzt auch die Chance, weiter nach oben zu laufen. Und das ist auch hier im untergeordneten Segment eine durchaus interessante Verortung von dieser Seite. Denn schaut mal, wir sind hier massiv nach unten gelaufen und jetzt haben wir hier doch durchaus die Chance, wenn wir hier oben über dieses Level drüber laufen, einen erneuten Aufwärtstrend zu machen. Und das wäre dann die Bestätigung, dass dieser kleine Lupfer hier unten drunter, unter dieses Zwischentief, tatsächlich nur der kleine Lupfer war und der Markt wieder mit zur Oberseite rein möchte. Wer das traden möchte, ist verortet im Aufwärtstrend des 4-Stunden, also in der Chartgebung oder Bildgebung des 4-Stunden-Charts. Ja, und der kann ja ganz einfach an dieser Stelle jetzt hier sagen, gut, schauen wir uns das Ganze doch mal in der nächstkleineren Zeiteinheit an. Denn nur weil der Trend hier kurz unterschritten wurde, das Trendtief, heißt das ja nicht, dass der Markt weiter zur Oberseite rausdrehen möchte. Wenn es nämlich hier zum Schub über dieses Zwischenhoch bei 0,7765 kommt, ist im kleinen, kurzfristigen durchaus die Chance gegeben, hier auf das Zwischenhoch von, ich glaube gestern ist es gewesen, bei 78,16 zu laufen. Ja? Und das schauen wir uns jetzt mal im kleineren Chartbild an. Da sehen wir das Ganze nämlich, ich raff's mal ein bisschen zusammen. Das ist hier die sozusagen der Verlauf, den ich gerade in dem 4-Stunden-Chart gesehen habe hier. Da haben wir nämlich den Aufwärtstrend, der hier nach oben läuft. Das ist jetzt die korrektive Phase und wenn wir hier tatsächlich oben drüber laufen würden, aus jetziger Sicht müssen wir tatsächlich die Oberseite hier nehmen, dann hätten wir gut die Chance, hier oben reinzulaufen und wir haben im kleinsten sogar noch die Möglichkeit, einen Zwischenanlaufpunkt zu sehen, der den Markt durchaus sozusagen unterstützen könnte auf dem Weg nach oben und das wäre dieses hier, dass dieses Level hier oben, dieses kleine Zwischenhoch um die 0,77, knapp 84, das wäre mal ein Punkt, liegen hier Kauforders, dann ist eine gute Chance gegeben, dass wir durchaus hier oben an das Zwischenhoch reinlaufen und das sehen wir hier in der kleineren Zeiteinheit, also sehr, sehr interessant in dieser aktuellen Verordnung hier, was wir sehen im Austral-Dollar. Für beide Richtungen gut, ja, es kommt halt immer drauf an, wie das Marktsegment sich hier entsprechend entwickelt und wir sehen es halt im großen Bild, das ist jetzt mal der Wochenchart, sieht der Markt halt schon ein bisschen angeknackst aus. Die Frage ist, geht er tatsächlich wieder durch die Decke oben durch oder drehen wir rum? Und das sehen wir halt, wie schon gesagt, sehr, sehr schön mit Blick in den Stunden, in den Tageschart hier rein, was hier an dieser Stelle passiert. Und da sind wir, wie schon gesagt, wieder auf der Seite zur oben, zur oberen Richtung unterwegs gewesen. Aber die Möglichkeit einer SKS hier im 4-Stunden-Chart ist durchaus gegeben. Und die Entscheidung, ob das direkt jetzt kommt oder nicht, fällt hier in diesem kleinen Kontext, was wir aktuell haben, schiebt es über die 77,65 drüber, dann können wir das Thema vom Tisch rutschen und eher die Oberseite beleuchten. Ansonsten, wenn es da wieder abprallt, haben wir das nächste entscheidende Merkmal, dass es hier wieder etwas Schwäche gibt. Das ist der Blick in das Währungspaar australischer Dollar. Das machen wir weiter. Dann schauen wir mal auf das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Das ist hier an dieser Stelle heute auch ein Wunschmarkt gewesen. Beim Euro bitte eins beachten, unbedingt die EZB-Sitzung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen diese klassische, sage ich mal, Planung hier. Die müssen wir beachten in den Trendverläufen und auch in den Bewegungsmöglichkeiten, die wir haben, denn alles, was um die EZB kommt, beeinflusst natürlich auch den Werdegang der Währung und wir haben hier im Euro-Britischen Pfund die Situation, dass der aktuelle Abwärtstrend gebrochen ist. Das sehen wir hier relativ gut. Wartet mal, ich lege mal ganz kurz hier
den Stereo-Trader wieder mit rein, damit wir das MTO in Live-Signal mit nutzen können hier in diesem Chart. Das heißt, dass wir uns die Trends auch einzeigen lassen können. Man sieht also, wie leicht das funktioniert, hier den Trendindikator reinzulegen, einfach anklicken und entsprechend in die Charts reinlegen. Und da sehen wir halt eine interessante Story, und zwar, dass der Markt hier aus dem Höheren, das sieht man sogar im großen Zeitbereich, ne, hier der starke Bewegungsarm, wir sind hier über die wichtige Marke dort drüber gelaufen. Sieht man auch im Kleineren hier an dieser Stelle hier, das ist wichtig, dieses Level, was wir hier haben, das ist ein sehr, sehr starkes Level. Und da sind wir drüber gelaufen, in einer starken Bewegung. Jetzt kommt der Abverkauf und hier unten sind die Long-Signale. Das heißt, wir haben hier den Abwärtstrend rausgenommen, eine dynamische Aufwärtsbewegung, jetzt hier die harte Korrektur und hier tritt der Markt so langsam den Weg nach oben an. Und deswegen diese Early-Bird-Signals, die müssen wir uns in den kleineren Zeiteinheiten anschauen. Hier beispielsweise im 4-Stunden-Chart das Ganze zu sehen, da sehen wir schön den Trend nach oben mit dieser Bewegung, die den übergeordneten Abwärtstrend rausgenommen hat. Jetzt sehen wir hier die korrektive Phase und einen Markt, der so ein bisschen zur Oberseite raus will. Im 4-Stunden-Chart sieht man das Bild nicht ganz so sauber, deswegen gehen wir mal eben in den Stunden-Chart mit rein und da sehen wir auch, der Markt möchte gerne nach oben, hat aber die Bestätigung noch nicht gemacht. Ne? Auch hier von der klassischen, sag ich mal, Chart-Analyse haben wir im Kleinsten hier eine Art Nackenlinie drinnen und rein von der Verortung her. Es ist kein hübsches Bild, aber so von der klassischen Eigenschaft her könnte sich hier tatsächlich eine inverse Schulterkopf-Schulterformation bilden. Hier wichtig dabei ist, was hier oben passiert. Hier oben grob im Bereich um die 0,86, ein paar in die 40 ist der Deckel momentan drauf. Fliegt der Deckel weg, dann haben wir richtig gute Chancen, zur Oberseite raufzulaufen. Erster Anlaufpunkt wäre dann mal hier oben dieser Drehbereich. Ne? Das sehen wir hier, war Support. Hier ist es dann ein Widerstandslevel geworden, das hier getestet wurde, grob um die Marke von 0,7672. Das ist das Hoch, was wir dort oben haben. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt an dieser Stelle und danach ist der Weg an dieser Stelle frei hier oben rein bis zur 0,87, knapp 19 im kleineren Bereich. Das sind die Marker, die wir hier an dieser Stelle sehen. Aber wie schon gesagt, eins dürfen wir nicht vergessen, wenn der Markt wieder rumdreht, dann ist das nachhaltig, dann zeigt uns der Markt, dass er wirklich runter war oder runter möchte. Und das, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist halt ganz klassisch dann hier, schaut es euch mal an, der Markt ist hier schon wieder am Runterlaufen, diese Aufwärtsdynamik ist kurzfristig erstmal rausgenommen. Und wenn wir hier, Moment, ich zeichne das mal ganz kurz ein, dieses Bild mal uns direkt vor Augen führen. Wir brauchen tatsächlich den Sprung oben drüber, denn das, was wir hier sehen, ist ganz, ganz klassisch ein wahnsinnig intakter Abwärtstrend. Wir haben hier lediglich die Korrektur, aber wie schon gesagt, durchaus die Chance, dass wir hier oben drüber laufen und das Ganze dann entsprechend mitnehmen. Also hier, schaut mal, das, was wir hier an dieser Stelle halt haben, ist in diesem Abwärtstrend hier diese Verortung hier, die wir hier haben, diese Kontraktion, die hier oben flacher wird, das erinnert so ein bisschen an eine SKS inverser Natur und deswegen haben wir hier durchaus auch die Chance, diese Endkontraktion hier als bullisches Muster zu sehen und dann nach oben rauszulaufen. Aber solange wie das nicht passiert, muss man einfach sehen, der Markt ist hier eher wirklich verortet, auch hier im Abwärtstrend, da muss man die Unterseite sehen. Und wenn wir hier tatsächlich abprallen, hätten wir ganz klassisch, ganz klar die Anlaufpunkte auf der Unterseite. Und das wäre mal hier das kleine Zwischentief um die 0,8613 beziehungsweise dann hier unten das Zwischentief um die 0,85, knapp 88. Das ist hier drüben auch ein relevantes Level gewesen. Das ist das, was wir unten haben. Und wenn das hier unten wegfliegt, setzt sich dieser Abwärtstrend fort und dann sehen wir den nächsten Anlaufpunkt hier unten am Zwischentief um die 84,72 beziehungsweise, tja, ein kleiner Lupfer, den hatten wir hier nochmal, beziehungsweise Lupfer, hier ist der Trend entstanden, dieser Aufwärtstrend, das könnte durchaus noch eine kleine Zwischenstation sein, um die Marke von 0,85, das ist der Blick in euro-britisches Pfund und dann wird noch gefragt, im Euro-US-Dollar neuer Trend oder Downtrend intakt, das schauen wir uns mal an, die Frage ist sehr, sehr gut, auch hier bitte
unbedingt, bevor die EZB heute nicht durch ist, können wir das ganze Thema mit dem Trend, mit der Trenddiskussion im Euro vom Tisch rutschen. Heute Nachmittag kann alles passieren. Ja? Also wir wissen nicht, wo der Markt hinläuft, wenn wir das Ganze mal so sehen auf Tagesbasis. Wir haben hier einen ziemlich starken Schub zur Oberseite reinbekommen. Ich gehe mal hier ganz kurz auf den Wochenchart noch drauf. Wir sehen es im Wochenchart. Der Wochenchart hier ist sozusagen hier, ich zeige es mal rein, das ist der große, große Aufwärtstrend. Hier hat der Markt nach unten gedreht. Das heißt, wir haben in der Woche einen intakten Abwärtstrend, der jetzt momentan in seine tiefe Korrektur reinläuft. Und wenn wir uns diesen großen, weiten Trend mal anschauen, dann sehen wir halt ganz klar im großen Bild, der Markt hat die Zeit oder die Luft, der könnte durchaus ohne Probleme hier eine Korrektur machen bis in die Region von 1,22 oben rein. Das wäre alles überhaupt kein Problem. Das heißt, hier haben wir einen sehr, sehr starken Gegenmove seit 1,2. Das ist jetzt die dritte Woche, in der wir die Erholung von diesem Abwärtsschub unten rein auf die Marke von 1,17 sehen. Schauen wir uns das Ganze auf Tagesbasis an, dann haben wir hier schon einen intakten Aufwärtstrend. Der Abwärtstrend hier, den wir hier drüben hatten, der ist definitiv rausgenommen und wir sehen es auch hier, die letzten beiden Handelstage, die waren extrem unentschieden. Ne? Wir sehen es hier, es gab kaum Bewegung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs. Hier wurde oben verkauft, hier unten gekauft. Also das heißt, man kann sich absolut nicht entscheiden. Da sehen wir die Unentschlossenheit der Trader. Wir haben hier oben um die Marke von 1,2130 das nächste Widerstandslevel. Das kam aus dieser Abwärtsphase hier raus. Hier schaut euch das mal an. Das ist der übergeordnet laufende Trend. Das ist hier das kleinere. Hier der Bewegungsarm zur Unterseite hin aus diesem, was wir hier im höheren Bereich hatten, ne, aus diesem Schub von oben zur Unterseite hin. Und das ist das, was hier aktuell den Markt so ein bisschen bestimmt. Die letzten Widerstände wurden immer gekauft, tatsächlich hier verharren drunter und dann boom. Und jetzt gehen wir halt auf die nächste Seite drüber. Sollte die EZB heute etwas erzählen, was den Markt sehr, sehr bullisch sein lässt, dann ist es recht wahrscheinlich, dass wir hier über das aktuelle Hoch hier der Woche drüber laufen, also über die Marke von 1,2080 und dann hier oben das nächste Zwischenhoch bei 1,2113 in Angriff nehmen. Wenn das auch wegfliegt, wie schon gesagt, dann geht es weiter in die korrektive Richtung oben rein und dann werden wir sehen, was hier oben über der Marke von 1,22 passiert. Aber der Trend, wenn man den aktuellen Trend nimmt, in den Tag hineinschaut, dann ist das dieser Aufwärtstrend, den wir hier haben. Ne? Der Markt ist hochgelaufen, hat hier korrigiert, wieder hochgelaufen. Das Ganze sehen wir hier ziemlich stark, sehr solide, die Gegenbewegung hier. Und das ist das, was momentan die Richtung auch antreibt. Wie schon gesagt, momentan allerdings während der Tage. Wir schauen mal ganz kurz in den Stundenchart auch rein, dass wir das gut sehen können. Ist hier relativ wenig Bewegung und auch ein bisschen Schwäche drin, denn wenn man das mal anschauen möchte hier, schaut mal, nee, das ist alles zu klein, zu fein, um das saubere Bild zu zeigen. Wir sind hier halt in der großen Unsicherheit drin und die große Unsicherheit hat dafür gesorgt, schaut mal hier, das ist der Trend, den wir nach oben haben, den Aufwärtstrend hier an dieser Stelle war das letzte korrektive Level hier, Moment, das lösche ich mal kurz raus hier an dieser Stelle, also hier, das war das Korrekturlevel hier, das hier unten und was ist dann passiert hier, wir sehen es ganz klar, ganz sauber, der Markt ist hier unten reingelaufen, läuft jetzt wieder so ein bisschen hoch, was passiert, das Hin- und Hergewackel geht weiter. Im Kleinen haben wir sogar hier den entsprechenden Abwärtstrend. Auch da, das ist der Stundentrend. Bitte nicht zu eng nehmen, aber hier schaut es euch einfach mal an hier. Das ist das, was hier sozusagen schwankt zur Unterseite hin. Es ist schwierig, die Phase zu sehen. Dadurch, dass wir in den letzten beiden Handelstagen kaum Bewegung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs haben. Ne? Das war ganz klar hier der Abverkauf, jetzt wieder der Aufkauf und wir haben jetzt hier in diesem Bereich, das können wir sehr, sehr schön auch sehen, wir haben hier eine Art, naja, ich sag mal Median der Schwankungsbreite und das ist hier um die Marke von 1,2040. Da kommt der Markt immer wieder hin zurück, von oben kommt er wieder runter, von unten kommt er wieder rauf und das ist das Unentschlossenheitslevel und da müssen wir wirklich warten, bis sich das auflöst. Wie schon gesagt, läuft es tatsächlich oben drüber hier, über die 1,2080 drüber, ist das die Fortsetzung des Tagesaufwärtstrends und dann schaut es zur Oberseite aus. Fällt der Markt allerdings hier unten unter dieses Level, Moment, ich ziehe es mal kurz hoch, fallen wir hier drunter, dann haben wir auch im größeren Bilde hier auf der Stundenbasis einen sauberen, intakten Abwärtstrend und dann sieht es eher so aus, als wenn wir ein bisschen
die tieferen Level mit reingehen. Ich bin mal gespannt, was passiert. Wir warten die EZB mal ab. Wenn sich was Schönes ergibt, sprechen wir morgen früh an dieser Stelle auf alle Fälle wieder über diese Sache. Das heißt hier, das ist der Blick in den Euro. Was an dieser Stelle auch wieder immer wieder interessant ist, ist der Blick in das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Das möchte ich an diesem Punkt auch gleich mal noch mitmachen. Und zwar, Moment, Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken, übrigens auch sehr interessant, wo ich das gerade sehe. Das müssen wir uns auch mal kurz anschauen. Wir haben hier einen intakten Abwärtstrend hier unten runter. Aber wenn wir uns das Bild mal auf der Wochenbasis anschauen, dann sehen wir hier, der Markt ist schön, solide, stabil nach oben raufgelaufen. Und wir haben hier, wohlgemerkt auf Wochenbasis, schaut euch das mal an, eine schöne Korrektur in so einem Trendkanal nach unten laufen. Und hier oben sind wir immer wieder an die Trendbande oben rangelaufen, haben ein Stück abverkauft, aber sind halt hoch gekommen, ne? Sind immer steigende Kerzen gewesen. Das heißt, wir sehen hier steigende Tief seit anderthalb Handelswochen. Das ist das, was wir hier oben sehen. Und das sieht so ein bisschen aus wie eine finale Kontraktion oben. Und wenn wir hier tatsächlich über dieses Zwischenhoch drüber laufen, dann haben wir im Kleinen einen Aufwärtstrend, der dann die Chance hat hier, also es liegt alles so nah aneinander, ziemlich schnell den Abwärtstrend hier rauszunehmen. Das wäre dann das Umkehrsignal für die Trendfortsetzung auf Wochenbasis und dann haben wir schöne Chancen, zur Oberseite reinzulaufen. Ne? Das ist echt eine klasse Situation hier. Genau bitte hinschauen, 0,66, was haben wir hier am Hoch? 0,66, 26 ist das Hoch hier drüben. Das ist natürlich genau das Level, wenn es dort drüber geht, haben wir den Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend, wie schon gesagt, weil das so eng hier ist, hat dann echt gute Karten oben rauf zu laufen. Wir brauchen aber die Bestätigung, ne? Solange wie wir hier nicht drüber laufen, ist die Gefahr da, dass wir hier unten unter die Marke von 0,6550 drunter laufen und dann haben wir wieder eher die Fortsetzung dieser korrektiven Phase und dann müssen wir irgendwo unten zuschauen, dass wir hier unten das Zwischentief mit am Laufen haben. Also hinschauen lohnt da auf alle Fälle. Das Long-Signal, wie schon gesagt, wird getriggert, sobald der Markt hier drüber geht und dann haben wir nämlich schön einen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend hat dann durchaus gute Karten, ein ganzes Stück weit noch nach oben zu laufen. Ja? Das heißt, hier an dieser Stelle wäre das dann technisch ein Wechsel. Hier noch sind wir verortet im Abwärtstrend, aber wenn wir dann hier diese Phase dazu nutzen, raufzulaufen, hier aus der Korrektur hier drüber, haben wir einen Aufwärtstrend, der dann die Chancen hat, schön zur Oberseite reinzulaufen. Das nur mal kurz als Einschub, das hatte ich in der Vorbereitung auch schön gesehen und jetzt schauen wir noch mal kurz aufs Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen, den hatten wir hier vor kurzem besprochen und hier sehen wir, wie brutal der Markt jetzt wieder abverkauft. Es läuft und läuft und läuft einfach nach unten. Ne? Der Aufwärtstrend, den wir hier hatten, der ist komplett rausgenommen worden. Das war das letzte Tief hier unten um die Marke von 108, knapp 40. Da findet sich momentan überhaupt kein Halten mehr. Der Markt läuft und läuft einfach zur Unterseite rein. Und wenn wir uns das jetzt mal aus charttechnischer Sicht auch anschauen wollen, wartet mal, ich nehme mal kurz hier an dieser Stelle mal alles raus, dass wir den Chart schön sauber haben. Das sind natürlich Marker, die sind durchaus interessant, die Unterseite mal näher zu beleuchten. Das heißt, hier haben wir den nächsten, sage ich mal, Kaufbereich hier in diesem Level. Schaut mal, das kommt aus diesem Abwärtstrend raus und da gab es ja einige Level, die als sozusagen Unterstützungslevel zur Oberseite reingegangen sind. Das heißt hier, wir hatten hier drüben den Abwärtstrendverlauf, ne, und hier die ganzen Hochs, die haben natürlich alles schön befeuert zur Oberseite hin. Das sehen wir hier, die Trendfortsetzung wurde gekauft und dann konnten wir hier auch immer schön die Frage beantworten, wer nach uns kauft. Da haben wir hier die schönen Level und hier in diesem Bereich, den ich jetzt hier grün markiert habe, das war natürlich ein sehr, sehr starker Bereich für den Markt an sich. Und dieses Level, was wir hier unten drinnen liegen haben, die Marke um knapp die 107, ist in meiner Sicht oder aus meiner Sichtweise heraus der nächste Anlaufbereich für die Unterseite, den man hier definitiv auf der Uhr haben muss. Und wo gesagt, wir haben hier keinen Wochenchart, den wir uns anschauen, sondern das ist ganz, ganz klassisch jetzt mal ein Tageschart. Und wir sehen die starke Abwärtsdynamik. Irgendwann wird es
jetzt zu einer korrektiven Phase kommen. Das ist definitiv nicht ausgeschlossen. Die Frage ist halt einfach nur, wann. Wenn sie kommt, können wir uns schön hier auf der Oberseite orientieren. Das heißt, diejenigen, die das Ganze im kurzfristigen Bereich sich anschauen möchten, die gehen einfach mal hier in den 4-Stunden-Chart rein, beziehungsweise gerne auch in den Stunden-Chart, weil worauf man hier achten sollte, ist einfach, das ist ein bisschen edukativ, eine Bodenbildungsphase. Und wenn man diese Bodenbildungsphase sieht, dann kann man da durchaus was machen. Wir sehen allerdings auch momentan, der Markt will hier nicht wirklich Boden finden. Wir hatten bei der letzten Chartbesprechung hier dieses kleine Level drüben auch mit angeschaut, als der Markt hier schön hochgelaufen ist, die Marke um die 107, knapp 80. Das sind so Marker, wo sowas passieren könnte, aber aktuell sieht es überhaupt nicht so aus. Wir sehen hier massiv den Abwärtstrend weiter am Laufen. Wenn der irgendwann eine Bodenbildung macht, wäre es gut. Aus jetziger Sicht, wenn die kommen sollte, müsste der Markt dann allerdings hier oben drüber, dass wir dann einen Aufwärtstrend bekommen und ein Stück weit nach oben laufen könnten. Aber wir sehen halt, dass wir hier auch ein ziemlich starkes Widerstandslevel in diesem Bereich haben. Das heißt, es ist alles andere als leicht, aber es lohnt sich, dorthin zu schauen, das Ganze nebenbei mit zu betrachten, denn das Level, was wir hier haben, wenn das tatsächlich gekauft wird, dann könnten wir schön ein Stück weit zur Oberseite rauflaufen. Da müssen wir einfach nur hinschauen. Das ist der Blick in US-Dollar, japanisches Yen. So, jetzt schaue ich mal, ob ich noch Fragen habe im Facebook. Ein Dankeschön für die Euro-US-Dollar-Analyse. Sehr, sehr gerne. Wie schon gesagt, immer wieder rein die Fragen. Ich stelle oder beantworte das sehr, sehr gerne. Das Ganze auch Freunden und Bekannten weiterempfehlen, was wir hier tun. Denn die Währungen sind natürlich sehr, sehr schön ein wichtiges Asset in dem ganzen Trading-Portfolio hier. Und das Ganze sollte man immer mit auf der Uhr haben und auch für den eigenen Trading-Stream nutzen, weil da, wo sich was bewegt, kann man Geld verdienen und das ist sehr, sehr wichtig. So, jetzt nochmal ganz kurz den Blick in den DAX, den wollen ja viele immer wieder mal so ein Stück weit beleuchtet haben. Wir sehen halt hier, das Hin und Her geht weiter, aber im Grunde genommen war gestern ein sehr, sehr positiver Tag. Natürlich, die Schwankungen sind relativ groß gewesen, aber der Tag war positiv. Die Frage jetzt aus jetziger Sicht ist natürlich, wohin geht das Ganze weiter? So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier auch ein bisschen aufräumen im DAX, die fetten Linien hier mal kurz rausnehmen. So, dass wir ein bisschen was sehen. Also, was haben wir momentan im DAX? Wir haben im DAX momentan so ein bisschen die Gefahr, dass der Markt einen Abwärtstrend macht. Warum? Als Korrektur das Ganze natürlich nur zu sehen. Wo kommt diese Gefahr her? Die Gefahr kommt daher, dass wir, wenn wir uns den Trendverlauf mal anschauen, schaut mal, das ist der große Aufwärtstrend, den wir hier haben. Die Bewegung hat hier unten angefangen bei 13.650 und ist oben reingelaufen bis aufs Allzeithoch oben um die Marke von 15.511 Zählern. Das ist das Hoch da oben. Das ist natürlich jetzt mal der große Arm, aber die Bewegung ist wichtig. Das ist der Bewegungsarm und das ist das, was ich jetzt mal im kleineren Zeitrahmen mache. Und da sehen wir, dass das Zwischentief dieser Bewegung hier am Tief dieser Flagge lag oder liegt sozusagen. Und da sind wir jetzt unten drunter durchgelaufen. Wir sehen das hier auch an dieser blauen Bewegung, an diesem, was hier blau angezeichnet, da ist noch kein neuer Trend vorhanden. Und das ist jetzt so ein bisschen die Gefahr für die Chartunterseite, dass der Markt einfach hier sozusagen ein neues Zwischentief macht. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich unter dieses Low, unter dieses Tagestief von gestern fallen sollten, ja, dann haben wir hier einen intakten Abwärtstrend, der macht dann die Korrektur und dessen nächstes Ziel wäre mal hier der Ausbruchsbereich um die Marke von um die 14.800 Punkte. Das müssen wir unbedingt auf der Uhr haben. Im kurzfristigen Bereich, wenn wir uns das im Tag mal anschauen wollen, da sehen wir es auch, der Markt hier an dieser Stelle, der Abwärtstrend ist da, den haben wir jetzt erstmal rausgenommen, das war die Erholung, das ist das gute Zeichen. Und wenn sich das Ganze fortsetzt, haben wir natürlich schöne Chancen, zur Oberseite reinzulaufen. Aber, wie schon gesagt, wir brauchen die Unterseite. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass vor der EZB nicht mehr allzu viel passiert. Die Vorgaben aus Asien sind eigentlich relativ gut. Ich schaue nochmal ganz kurz nach, hier, wie das Ganze heute Nacht gekommen ist. Wir müssen mal kurz schauen. Wir haben, Moment,
Die Indizes, muss ich mir mal ganz kurz hier im Überblick ausschauen, genau, der Nikkei ist gut gestiegen, um über 1% angestiegen, der ist ja gestern auch gewachsen, also die asiatischen Börsen sind schon relativ gut unterwegs gewesen als Vorgabe, die US-Märkte ziehen auch wieder ein bisschen hoch, aber wie schon gesagt, hier mit Blick auf den DAX im großen Bild ist die Kuh noch nicht vom Eis, es könnte durchaus noch ein bisschen ungemütlich sein, da wird es halt wichtig, was die EZB macht. Wenn der Markt euphorisch ist, laufen wir heute direkt hoch. Und die Ziele, die wir hier auf der Oberseite haben, die können ich auch mal anzeichnen. Das wäre zunächst mal hier dieses Ausbruchslevel um die 15.337 hier und dann oben rauf natürlich die Swing Highs. Und da haben wir hier die 15.400 Punkte Marke und dann hier oben knapp unter dem Allzeithoch der Schwungbereich um die knapp 15.500. Also da ist ordentlich Musik drinnen, was hier durch die Oberseite durchaus gut, sage ich mal, den Markt nach oben pushen kann. Und wir sehen es ja hier auch im Lower Timeframe, wir sind hier in einem Aufwärtstrend verortet und der hat mit seiner Fortsetzung natürlich jetzt die Chance, interessant zu sehen als nächstes, was passiert hier oben. Sollten wir bei 15.337 abprallen, das wäre jetzt sozusagen um die Markteröffnung rum, seit 8 Minuten hat der Markt ja offen, das Signal dafür, dass wir so ein bisschen runterlaufen, da hier gerne an diesen kleinen Zwischentiefs orientieren als Anlaufbereich, aber ansonsten, wie schon gesagt, der übergeordnete Aufwärtstrend ist long. Die korrektive Abwärtsphase hier, die würde sich erst dann fortsetzen, wenn wir hier unter das Zwischentief von gestern fallen. Das ist der Blick in den DAX. Weitere Fragen haben wir hier an dieser Stelle nicht. Das heißt, da bleibt mir Danke zu sagen fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, dass jeder hier sein Like gibt. Das heißt, wer es noch nicht getan hat, jetzt gleich mal, egal ob auf Facebook oder auf YouTube, auf den Like-Knopf drücken und dann haben wir das Ganze auch für die Welt veröffentlicht. Ansonsten planen Sie den Trade, traden Sie den Plan, dann klappt das mit den Erträgen im Trading und wir sehen uns morgen wieder nach, beziehungsweise ja nach der EZB-Sitzung, ganz klar, aber um 8.30 Uhr für die Live-Besprechung der nächsten Handelssignale. Ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis morgen. Bye-bye.